So, da bin ich wieder. Hab mal eben Zeug in die Bank geschmissen. Wie man sehen kann, ist da nichts passiert. Ich habe einfach viel zu viel anderes Müll drin, was man nicht braucht. Und ich habe mir doch überlegt, ich mache doch noch mal eine Seidenrüstung. Weil Hintergrund ist, wenn ich jetzt auf Ebengarn umsteige, was ja in zwei Level der Fall ist. Ja, gut, dann wird es ein bisschen kritisch. Also es wird... Das wird nicht schön. Ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir lieber noch eine Rüstung. Und zwar jetzt. Um dann später dann richtig gut durchzustarten. Und natürlich Bretonrüstung. So, volle Kraftforce. Und dann die Bonus mit Sand und nix. So, ich muss natürlich auch aufpassen. Sind die Schuhe in Ordnung? Oh, Alter, das ist deutlich besser. Wir können das hier nehmen mit dem Sprinten. Das Ding ist sowieso besser, deswegen nehme ich das. So, Handschuhe. 386. Definitiv besser als die lilanen. Interessant. Reduziert die kritische Resistenz. Heißt das nicht eigentlich, erhöht die kritische Resistenz? Was haben wir hier drauf? Nehme ich trotzdem. Ich habe selten solche Effekte mit Sardonyx drin. So, was haben wir mit dem Hut? Wir haben einen relativ neuen Hut bekommen vor kurzem. Der ist genauso stark wie ein nicht-blauer. Was haben wir da? Effekt von Rüstungsverzaubern. Erkundenerfahrung, das ist auch gut. Beinkleider. 675. Und da haben wir Rüstungsverzauberungserhöhung. Dann waren kritische Resistenzen. So, Schulterpolster. Gegenstand nimmt weniger Schaden. 675. 647. Da kriege ich keinen Sardonyx. Dann noch die Scherbe. Da haben wir tatsächlich eine bessere. Ist auch interessant. Deswegen behalten wir die auch so an. Gut. Die Sachen werde ich dann mal... Werde ich die auf? Nö. Ich werde die nicht auf. Ich gehe ganz normal durch. Kaiserliche Outfit hier, oder? Das sieht man, glaube ich, so nicht, ne? Ist auf jeden Fall von mir hergestellt worden. Ach, ich sehe gerade Scheiß. Verdammt. Ich habe den einen falsch hergestellt. War mal Retour. So. Das war so eine Robe und kein Hemd.
Das müsste jetzt eigentlich so gehen. Ja, ist genau das gleiche. Ist ja auch letztendlich genau das gleiche. So, ich habe die ich mache die jetzt auch gleich noch alle verzaubern. Und sobald die verzaubert sind, können wir wieder los. Mir nochmal die Farben anmalen. Nochmal die Farben anmalen. Das sind nicht die Farben, die ich hatte. Ja, das waren die. Ich hatte nur Geschichten über Nairume gehört. Aber ihr habt sie aus Rajins Gefängnis befreit. Habe ich das? Ich kann mich nicht erinnern. So. Die letzten. Muss ich mal gucken, ob ich da noch was machen kann. Analysieren kann ich die nicht mehr, ne? Kann ich die so oder so nicht. Gut, dann verwerten. Das gab eine Menge. Größe. Kritische Resistenz beträgt 260, ist nicht gerade viel. Hört nun die Lektion des göttlichen Körpers. Naja. Gut, ich werde nochmal gleich eine Verzauberung durchführen. Kurze Pause. Hallo, wir haben erst 7 Minuten. Grüße. Steht doch nichts an. So. Auriel weiß. Ja, ja, ich möchte in die Bank. Danke. Bam bam. Bam bam. Ich glaube, da war's. Jo. Dann würde ich sagen, verzaubern wir. So fast willkürlich, kann man sagen. So, jetzt haben alle eine Verzauberung, ne? Ja. Gut, das war nämlich auch wichtig, denn mein Inventar ist jetzt dadurch ein bisschen leerer allein. Und dann können wir jetzt wieder los. Seid gegrüßt. Jo, 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 jo. Jo, jo, men, was geht, Alter? Auf nach Knurka. La, 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 la. Dum, dum. Dum, 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 dum. Oh, ich glaube, das kann ich ja auch ansprechen. Ich habe heute 2 E-Mails gekriegt. Ne, E-Mails waren es nicht. Kommentare. Ich weiß nicht, ob man sich das durchliest, aber ich bin, was das angeht, ziemlich aggressiv. Erfüllt ein Ziel, steht da. Hm, mal gucken.
bevor ich das mache, spreche nochmal zu Ende. Ne, ich habe da zwei Dinger gefunden mit dem fast identischen Inhalt. Die habe ich bekommen. Und zwar Get YouTube irgendwas. Unter Google habe ich denn dieses habe ich denn Teil davon eingegeben und dann stand da drin in der Beschreibung Get More Views. Als hätte ich es nötig, Views zu kaufen. Schockiert mich. Sagt etwas Intelligentes. Das habe ich aber im Internet günstiger gesehen. So. Entschuldigung. Nee, ich habe die Kommentare landen so bei mir sowieso im Spam-Filter von YouTube. Das filtert er ganz gut raus. Das sieht so ein bisschen aus wie hier. Keine Ahnung. Nee, und das filtert er raus und ich habe die auch kommentarlos, ohne Vorwarnung, gesperrt, also blockiert. Die können nichts mehr schreiben. Ich hätte die auch gerne gemeldet, aber die Meldefunktion von YouTube war mir ein bisschen zu. Ja, die ist ein bisschen zu. Ich will nicht sagen, doch, ich will sagen, die ist ein bisschen zu aufwendig. Dann blocke ich die lieber und dann sind sie weg. Also das mache ich ohne Vorwarnung. Das heißt, sofern es unseriöse Links sind, die View, die sowieso kriminalitätsnahe sind und in meinen Augen. Scheiße, verdammt. Toll. Hey. Cool, genau richtig. In meinen Augen ist, verdammt, ist diese Geschichte sowieso Betrug. Und deswegen habe ich die Dinger geblockt. Was sind das? Scheiße, ist das scheiße. Solltet ihr irgendwann mal auf so einen Kommentar stoßen? Weil noch habe ich ja die Möglichkeit. Wobei, das habe ich auch mit 12.000 Abos. Da habe ich auch die Möglichkeit, gezielt nachzuschauen. Ach, da kommen wir noch hin. Ja gut, dann gehe ich dann nicht lang. Dann will ich nochmal kurz gucken, was das für eine Geschichte ist mit diesem Nachtrag zum, diese Nacht zum Vergessen da. Ich kann das ja immer noch wieder einsehen, ja? Ich bin mit Knorke auf einen völlig verkaterten Magier gestoßen und über den Durst getrunken, ein paar magische Artefakte verloren und fürchtet jetzt, dass er nie bei Tillinger in die Leere geht. Okay, ich habe alle drei. Ach, das war's! Habe ich die Artefakte nicht im Inventar? Für meine Geduld bekannt. Sehr, sehr merkwürdig, naja. Es tut mir leid, euch zu stören, aber habt ihr einen Mäher namens Rollin gesehen? Er sollte sich hier mit mir treffen, aber er ist zu spät, viel zu spät. Ein Mäher namens Rollin. Ich will da unten noch mal gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mir sicher, dass Tillingers Assistent sehr daran interessiert wäre, zu erfahren, weshalb ich im Besitz der Artefakte bin. Ich habe viel zu viel unterbrochen. Ich weiß die Quest nicht mehr. Ach, meine Freundin. Es freut mich sehr, euch wiederzusehen. Da mein Kopf jetzt wieder klar ist, läuft das Schreiben sehr gut. Wie war die Jagd nach den Relikten? Ich glaube, er braucht die. Es lief gut, ich habe alle drei Artefakte. Jetzt muss ich nur noch die letzten paar Absätze schreiben und mit Meldil sprechen. Ich gehe ihm bestimmt auf die Nerven. Aber da ich nun diese Relikte habe und meine Aufsätze makellos sind, bin ich mir sicher, dass für mich bald das erste Kapitel eines wunderbaren neuen Lebens beginnt. Alles dank euch. Abgeschlossen. Sehr gut. Dätrische Beschwörung. Dann können wir uns jetzt aufmachen.
wieder in die richtige Richtung, wo ich ursprünglich hin wollte.